Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Kanal-Tagebuch bei mir auf meinem Kanal Planet Matter. Ja, ich muss gestehen, wie immer muss ich es
leider heute auch wieder gestehen, bin ich relativ unvorbereitet in die Folge gegangen. Das heißt, unvorbereitet in dem Sinne, dass ich jetzt gar nicht geguckt habe, welchen Monat ich jetzt eigentlich recappe. Ich glaube, es waren jetzt nämlich mehrere Monate, die ich so ein bisschen meinen Kanal habe schleifen lassen und dieses Kanaltagebuch nicht gemacht habe. Es ist aber jetzt Juni 2023, also ganz offiziell gucken wir uns den Monat Mai an. Aber wahrscheinlich auch den Monat April. Es war wirklich so, dass ich meinen Kanal ja ein bisschen hab hinten anstehen lassen. Ne? Aber da komme ich gleich auch so ein bisschen zu, warum. Wir stellen uns heute aber generell die Frage, was habe ich in der letzten Zeit eigentlich mit meinem Kanal gemacht? Ne, was plane ich für die Zukunft mit meinem Kanal? Und macht mir das Ganze eigentlich noch Spaß? Beziehungsweise, was für mich immer ein sehr wichtiger Aspekt ist, lohnt sich das für mich noch finanziell, dieses Hobby? Ne? Seit ein paar Monaten habe ich das ja auch, seitdem ich Affiliate bin. Und tatsächlich auch leichte Einnahmen hier generiere, also wirklich minimale. Wir haben gerade Besuch und ich habe gerade wurde ich gefragt, wie viel Geld ich jetzt eigentlich mit verdient habe insgesamt. Und in dem Jahr, wo ich das hier mache, ist es wirklich, ja, nicht viel. Muss man wirklich sagen. Aber die eigentliche Frage, warum ich meinen Kanal oder warum ich dieses Tagebuch in letzter Zeit so selten gemacht habe, ist einfach, dass ich in meiner beruflichen Situation jetzt immer mehr gemerkt habe, dass ja mein Privatleben extrem darunter leidet, unter diesen ganzen Dingen, die ich da zu tun habe. Und das hat es mir sehr schwer gemacht. Erstmal hatte ich noch einen kleinen Nebenjob, den ich eigentlich auch sehr gerne gemacht habe. Den konnte ich nicht mehr machen. Hobbys wie Sport und sowas regelmäßig. Also ich war wirklich extrem darauf beschränkt, meinen Job zu machen und dann nach Hause zu kommen und mich um meine Familie zu kümmern. Wenn ich es dann mal gemacht habe und zu streamen und sowas, dann ja am nächsten Morgen wieder früh raus. Das war wirklich anstrengend für mich. Und ganz zu schweigen davon, dass in der Arbeit selber, die Arbeit selber halt sehr unbefriedigend war für mich. Ich hatte eine Leitungsposition in einer Kita, in einer heilpädagogischen Kita. Und ich muss sagen, das war eine Situation, die ich so nicht, also viele Situationen, die ich so nicht erwartet habe. Ne? Ich wollte immer mal eine Leitungsposition ausprobieren. Ich wollte immer mal diese Verantwortung haben und übernehmen. Und bin froh, dass ich diese Erfahrung jetzt gemacht habe. Und jetzt freue ich mich darauf, diese Verantwortung nicht mehr zu haben und mich nicht mehr mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen zu müssen, mit denen ich das habe. Ich habe nämlich gekündigt, meine Arbeitsstelle. Wie gesagt, zwei Hauptgründe sind einfach, ich kann mein Privatleben nicht mehr so ausleben, wie ich das gerne möchte, weil du einfach eher da sein muss ständig und eigentlich später gehen muss, um die Sachen alle zu erledigen, die du machen musst. Andererseits war es auch ein bisschen die Firmenpolitik, denn ich muss leider aus der sozialen Arbeit dieses Vorteil definitiv unterstreichen, dass du trotzdem du in der sozialen Arbeit arbeitest, mit Menschen arbeitest, eigentlich dafür da bist, Menschen zu helfen, arbeitest du in einem System in der Regel, das darauf aus ist, irgendwie Geld zu bekommen und Profite zu machen. Weil unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, weil die Leute finanziert werden muss, könnte man sagen, weil alles finanziert werden muss. Aber da gibt es ein paar Ungereimtheiten für mich, die ich so nicht verstanden habe. Ich gehe also mit einem sehr, sehr, Wut will ich nicht sagen auf meinen Arbeitgeber, aber ich bin schon der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war zu gehen. Und Und jetzt habe ich eine neue Stelle bekommen. Natürlich habe ich
bin ich nicht gegangen, ohne dass ich eine neue Stelle habe. Ich habe ja immerhin auch noch eine Verantwortung für meine Familie. Und bin wieder im Schichtdienstbereich tätig. Und ich habe ein sehr gutes Angebot bekommen, bekomme mehr Gehalt und werde in Nachtschichten arbeiten. Die werden mir aber voll erstattet. Und deswegen sieht das sehr, sehr nach einer sehr, sehr guten Arbeitsstelle bis jetzt aus. Ich fange nächste Woche da an und wollte jetzt noch, wie gesagt, bis Juli ungefähr so ein bisschen das ausloten. Und dann möchte ich auch wieder gucken, wie kann ich meinen Kanal mit einem festen Sendeplan, festen Sendezeiten unterbringen. Denn wir haben meine Arbeitszeiten festgelegt und ich mache mir auch keine Illusion, wenn jemand krank wird, dann bin ich derjenige, der einspringen muss. Oder halt einer derjenigen, der mit einspringen muss. Moment, ich mache mal das Mikro ein bisschen näher an den Mund, damit man mich besser versteht. Sind die Sachen, die ich erstmal hier offiziell loswerden möchte. Für mich ist es eine sehr große Herausforderung, eine sehr große Ankündigung auch. Wahrscheinlich für die meisten, die das hier sehen, nicht so. Aber für mich ist das schon, weil ich sagen muss, meine Tochter ist geboren, die ist jetzt 3 Jahre alt und das erste Jahr habe ich noch im Schichtdienst gearbeitet und wollte dann aber eine Arbeitsstelle haben, die näher zu Hause ist. Dann bin ich gewechselt, in die Nähe habe ich eine Arbeitsstelle gesucht, in der Nähe meines Heimatorts, habe da aber keine passende gefunden und habe dann einfach irgendwo angefangen. Dann war ich erst in der Pflege da tätig, also mit schwerstbehinderten Kindern, obwohl ich eigentlich nicht pflegerisch ausgebildet bin, aufgrund Personalmangel oder ähnlichem. Ich habe gehört, das war früher auch anders. Da waren pädagogische Fachkräfte eben auch mit in der Pädagogik tätig mit den Kindern. Und jetzt war aber nur satt und sauber quasi, ne? Und das frustriert einen schon ziemlich, ziemlich extrem, wenn du wirklich weißt, du wirst den Kindern nicht gerecht und so weiter. Das ist halt eine sehr frustrierende Arbeit, muss ich wirklich sagen. Dazu kam noch, dass die Kollegen, finde ich, sehr unkollegial waren, gerade die Älteren. Und deswegen wollte ich dann da schon kündigen. Dann wurde mir aber das Angebot gemacht, noch in die Kita zu gehen. Und dann war ich auf einmal wieder. Dann war das aber eine Außenstelle, wo ich die Leitung übernommen habe. Und dann war das aber sehr weit weg wieder. Also wieder lange fahren, wieder nicht nah zu Hause sein und so weiter und so fort. Dann habe ich aber das aber gemacht und habe mir das selber begrenzt auf 2 Jahre. Hätte also insgesamt für diese Firma 3 Jahre gearbeitet. So. Jetzt kamen aber immer mehr Querelen auf. Zum Beispiel, ja, aufgrund des Personalmangels wurde dem Betriebsrat angeraten, dass er sich doch bitte nicht mehr trifft, damit die Mitarbeiter auch nur Zeit für die Kinder haben. Mit der Begründung, man müsste doch an die Kinder denken. Und das legt für mich halt so eine... Ich für mich halt so ein Menschenbild oder so eine Außenwahrnehmung, wie man mit den Mitarbeitern umgeht an den Tag, die sich in diesem Jahr, wo ich dann auch die Leitung innehatte, bekräftigt hatte. Ja, da sind auch 2 Kollegen in einem Jahr schon vor mir gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. So ist es einfach. Die Anforderungen in den sozialen Bereichen steigen immer mehr und Vergütung und die Wertschätzung für diesen Beruf, gerade von den Führungskräften, die auch in dem Beruf arbeiten, die schwindet immer mehr. Gleichzeitig erlebt man, wie die Verwaltungsapparate in solchen Firmen immer weiter ausgebaut werden. War ein gemeinnütziger Träger, muss man dazu sagen, deswegen ist das Wort Firma vielleicht falsch. Also die Verwaltungsapparate, Assistenten werden da eingestellt oder, ne? Und gleichzeitig ist aber kein Geld mehr da, um neue Stühle für die Mitarbeiter zu besorgen. Ich weiß nicht, überhaupt mal neue Mitarbeiter einzustellen oder in Gehaltsverhandlungen zu gehen, um Leuten entgegenzukommen. Ne? Eine Kollegin von mir wurde, ich glaube, mehrere Jahre unterhalb ihrer Besoldungsgrenze bezahlt, hatte das gar nicht mitbekommen. Unglaubliche Sachen, die da einfach abgehen, ne? Man weiß nicht, wo das Geld hingeht. Entschuldigung.
Ah, cool. Ich habe es geschafft, das Mikro aufzudrehen. Finde ich wirklich, wirklich schwierig, das in unserer Gesellschaft mit den hohen sozialen Standards, die wir uns ja selber setzen, ist das schwierig. Und letztlich muss man halt für sich selber entscheiden, finde ich. Arbeitet man weiter in dem System, wo man auch nichts verändern kann, weil die oberen Führungsriegenden sich so abschotten und so Experten schon darin sind, psychologisch die Dinge zu drehen und das auf eine andere Richtung zu lenken, einen persönlich dann anzugreifen, wenn man was sagt. Dass ich die Entscheidung treffen musste, unterstütze ich dieses System, bleibe ich da drin und unterstütze das oder verlasse ich dieses System? Und das ist dann wieder eine schwere Entscheidung in den Bereichen, weil du genau weißt, wenn du gehst, dann sind die Probleme noch größer, weil dann fehlt noch eine weitere Vollzeitkraft. Ich hatte ja gerade gesagt, während meiner Zeit sind zwei Mitarbeiterinnen haben gekündigt. Das ist in einem Jahr, das ist schon viel. Nach Corona auch. Das heißt, die Lage müsste sich eigentlich wieder normalisieren. Und ja, das ist einfach krass. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich in so einer Situation wieder drin war. Wo an so einen Gedanken, den ich gerade hatte, natürlich bin ich auch eine Leitungsposition da eingegangen. Und natürlich hätte ich mich wahrscheinlich auch mehr einsetzen müssen und mehr kämpfen müssen oder sowas. Aber als jemand, der seit, ich glaube, fast 10 Jahren nicht mehr mit Kindern gearbeitet hat, im Kindergarten gearbeitet hat, hatte ich echt keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen war das für mich super schwierig. Ja, ist überhaupt kein Problem. Und deswegen war das für mich einfach super schwierig, mich da durchzusetzen als Neuling quasi. Ne? Ich hatte halt wirklich darauf gehofft, und ich meine, wir hatten das in Vorgesprächen besprochen, dass die können auch ruhig hier, ne? Kein Problem. Sorry, meine Frau gerade, die wir haben ja Gäste und hier ist auch deren Raucherbalkon. Aber alles gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, als Neuling fällt es einem schwer und man setzt so darauf und das ist dann halt auch in. Das konnte ich dann noch in Gesprächen vorher sagen, dass ich dann eben darauf schätze, dass man mich da mitnimmt. Ne? Und das ist einfach nicht passiert. Ne? Die hatten so viele andere. Dem muss man ja auch dazu sagen, es ist ja auch ein politisches Problem, dass da immer mehr Geld gespart wird, was ich völlig fatal finde, denn die Erziehung der Kinder und die Bildung ist die einzige Ressource, die Deutschland wirklich noch hat in die Zukunft. Ne? Und da wird, weiß ich nicht, wie viel Geld da jetzt reingesteckt wird, aber es ist zu wenig einfach von der Politik. Ne? Ja, Deutschland muss Exportweltmeister weiterhin sein. Das ist das. Leider ist das so in unserer Gesellschaft. Ne? Gut, jedenfalls sind da diese Probleme. Jedenfalls ist das so. Und ich musste mich letztlich jetzt fragen, nachdem wir wirklich 2 Monate, glaube ich, waren es, unterbesetzt waren. Also eine Vollzeitkraft hat gefehlt. Dann wurde jemand ein bisschen gegen seinen Willen ausgetrickst, so ein bisschen tatsächlich in den Raum gelockt und dann wurde der das gesagt, dass die bei uns arbeitet. Dementsprechend war die auch sehr unzufrieden bei uns, also gegen die Leitung. Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Grüße gehen natürlich raus, falls du das siehst. Und das ist einfach heftig. Ne? Klar, die alle sind überfordert und so und kann man alles menschlich verstehen und trotzdem ändert es dann ja nichts daran, dass du total müde nach Hause kommst, dass du noch andere Sachen machen willst, aber eigentlich keine Energie dafür hast. Deine Frau arbeitet halt zum Beispiel auch noch und deine Tochter möchte ja auch noch was von dir haben. Ne? Und deswegen habe ich den Kanal jetzt wirklich, habe ich jetzt gesagt, so nach jetzt ziehst du das noch durch und wirst ein bisschen, stellst das alles ein bisschen zurück. Genau, mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit den ganzen Sachen. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt gerade die letzten
2 Monate. Ich musste, gab auch Kündigungsfristen. Deswegen, sonst wäre ich schon viel eher raus, aber muss in dem Arbeitsvertrag, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, immer zum Quartalsende kann man nur raus aus dem Arbeitsverhältnis normal. Und ja, jetzt habe ich mich entschieden und bin raus. Jetzt habe ich 20 Minuten darüber gequatscht, wollte gar nicht darüber quatschen, aber man muss das ja auch mal loswerden. Und ich sehe das ja auch so ein bisschen, meinen YouTube-Kanal gerade als so eine kleine Zeitkapsel. In meinen Gedanken finden irgendwann Historiker meinen YouTube-Kanal und können vielleicht auch noch was über unsere aktuelle Zeit und so herausfinden. Wer weiß. Auf jeden Fall, habe ich mich mit dem Thema Abschied so ein bisschen auseinandergesetzt. Und jetzt gerade, weil man ja auch immer in dieser Situation, die ich ja gerade geschildert habe, ist es ja auch immer so, dass man sich gebunden fühlt. Gerade als Leitung, gerade, ich hatte es ja schon mal angekündigt gerade, dass man versucht, drin zu bleiben in dem Geschehen, weil man einfach irgendwie weiß, was passiert danach, wenn die nächste Vollzeitkraft auch noch weg ist. Was mit den Kindern, was mit den Eltern, weil da waren ja wirklich Kinder mit Autismus, die schon mehrere Regeleinrichtungen durch hatten, da einfach nicht klar kamen und dann eben in so einer heilpädagogischen Gruppe Fuß gefasst haben, die sehr dankbar waren, denen wir einen guten Start, ein gutes Konzept ermöglicht haben, damit sich die Kinder bei uns wohlfühlen und die jetzt natürlich nervös wurden. Was passiert mit dieser Außengruppe, wenn jetzt wieder eine Leitung geht, ne? Denn ich wurde ja Leitung, weil die vorherige Leitung gekündigt hat. Aus ähnlichen Gründen. Fast ein Jahr genau. Muss ja zur selben Zeit gewesen sein. Fast letztes Jahr. Und sind die Fragen, die dich dann umtreiben, ne? Man will ja den Leuten helfen. Man will ja für die Kinder da sein. Und auch für die Eltern. Und irgendwie kriegt man aber nur gefühlt einen drüber und von allen Seiten, alle gucken darauf, wenn was passiert. Dann hatten wir das Gesundheitsamt da, wo das zwei Damen waren, die mit einer Liste durchgegangen sind, wo du das Gefühl hast, die machen eine Schnitzeljagd und wer die meisten Punkte findet einfach, ne? Und gleichzeitig merkst du auch, dass Versicherungen immer eine größere Rolle einnehmen, dieser Was-wäre-wenn-Gedanke, so einen großen Stellenwert einnimmt, dass dir die Arbeit fast gar nicht mehr möglich ist. Ein Beispiel ist, dass wir von unserem Management die Aufgabe gekriegt haben, möchte auch mal betonen, personell unterbesetzt. Einkäufe mussten wir selber machen, keine Hauswirtschaftskraft oder sowas durften wir nicht haben, aus Datenschutzgründen oder weil das Geld nicht da war. Okay, egal. Jedenfalls war dann unsere Lösung, gut, dann nehmen wir Kinder in der Nachmittagsbetreuung, die wir haben, nehmen wir dann mit und gehen mit denen einkaufen. Eine Person mit einem Kind oder zwei Kindern geht dann eben einkaufen. Und dann wurde uns gesagt, ja, nee, das darf man nicht, weil was wäre, wenn du umkippst, während ihr einkaufen geht? Und das sind immer mehr, es werden einem nur noch Steine dadurch in den Weg gelegt. Ne? Ich habe auch eine Ausbildung im Sicherheitsgewerbe gemacht, die wurde mir von der Bundeswehr damals finanziert, nachdem ich da rausgegangen bin. Und diese ganzen Aufgabenstellungen, die du da lernst, wenn du die Fachkraft für Schutz und Sicherheit da machst, diese ganzen Testergebnisse und Aufgaben, die du da lernst, die kommen alle, werden alle vorgegeben von den Versicherungen. Das heißt, wenn du im Sicherheitsdienst arbeitest, geht es nur darum, dass du eine gute Versicherung hast. Und darauf ist die Ausbildung ausgelegt. Die Ausbildung wird vorgegeben von der Versicherung. Und das ist immer wieder das größere Ding. Und das ist auch in den Einrichtungen so. Es wird immer auf Nummer sicher gegangen. Es wird nicht mehr richtig mit den Kindern, kannst du nicht mehr richtig umgehen bei solchen Sachen. Du kannst den Alltag nicht mehr richtig bewältigen. Und wie gesagt, das sind die Dinge, weswegen ich gegangen bin. So, jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen, denn ich wollte ja über den Abschied sprechen. Ich hatte ja gerade angedeutet, dass die Kinder halt ein Thema sind, warum man länger in der Firma sich vorstellen kann zu bleiben. Und
Das ist halt so eine Sache, ne? Die Kinder gehen einem mega nah. Die Kinder sind toll und super und auch ein paar der Eltern sind toll und super. Und das sind dann natürlich die Kollegen, mit denen du da durch dick und dünn gehst. Die wachsen dir in einem Jahr, sind die mir so krass ans Herz gewachsen, dass mir das echt schwer gefallen ist, diesen Abschied jetzt zu nehmen. Aber wie gesagt, dagegen stand so, du gibst dich gerade selber auf, persönlich. Dein Privatleben bricht komplett zusammen. Wie gesagt, Nebenjobs, Hobbys, all diese Sachen hatte ich alles aufgeführt. Und gleichzeitig ist das Einzige, warum du das hier noch machst, die Kinder natürlich. Aber du stützt damit ein System, ne, was du gar nicht. Also ich meine, mir wurde verboten mit, also nicht verboten, ich wurde darum gebeten. Da war eine Hospitanten wurden da eingeladen und ja, ich habe halt gesagt, dass das schwierig mit dem Management ist und so. Und danach wurde irgendwer muss das wohl erzählt haben. Danach wurde mir das halt ausgelegt, dass das nicht geht. Also die Mitarbeiterin fing dann natürlich nicht da an. Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder daran, dass die einfach unterdurchschnittlich bezahlen, immer noch nicht die Arbeit, die Sachen angegliedert haben. Aber na gut, die haben gesagt, ein Grund könnte natürlich sein, dass ich das gesagt habe. Dann wurde ich bei der nächsten Hospitantin gebeten, nicht mehr mit ihr zu sprechen als Gruppenleitung. Und da ist mir halt so klar geworden, und da steht das ja dann dagegen, wenn ich nicht mal die Firma nach außen so vertreten kann, nicht mal sagen kann, ey, ich arbeite hier eigentlich gerne, komm auch, ich mache für diese Firma Werbung, dann kann ich ja eigentlich doch nicht mehr arbeiten. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt neben diesen ganzen anderen, die dann noch oben drauf kamen, warum ich jetzt aufgehört habe. Und deswegen konnte ich mich ja auch dann damit anfreunden, die Kinder da im Stich zu lassen. Ich sag's wirklich so, weil das Gefühl einfach da ist. Das wird dir auch vermittelt von im höheren Management. Da werden so Aussagen gesagt wie, ja, wenn sie jetzt alles hinschmeißen oder also wirklich wie so ein Teenager-Junge wird man da behandelt, nicht wie ein erwachsener Mann, der jetzt eine Entscheidung da getroffen hat. Je nachdem ging es trotzdem dann darum, dann Abschied zu nehmen. Und habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema Abschied so befasst. Und da wollte ich die Gelegenheit nutzen und euch gerne einmal zum Thema Abschied ein paar Gedanken mitteilen, die ich mir da gemacht habe. Also erstmal habe ich mir selber oft antrainiert, also ich würde mich erstmal als Menschen bezeichnen, dem Abschiede nicht schwerfallen. Also ich bin ein Mensch, der durchaus in seinem Leben gelernt hat, loslassen zu können und sich dann auf neue Dinge zu konzentrieren. Sei es in Beziehungen, sei es also in partnerschaftlichen Beziehungen, natürlich generell in allen Beziehungen, oder in Arbeitsverhältnissen oder auch mit materiellen Dingen, die weg sind einfach. Und auch mit verstorbenen Menschen ähnliches. Und da hat mir eine Philosophie immer sehr, sehr gut dabei geholfen. Natürlich, dass du aus Dingen immer eine Lehre für dich ziehen kannst und solltest, damit du etwas hast, egal was du da gemacht hast, irgendeinen Mehrwert, dass du den da halt rauskriegst, ne? Und dann auf jeden Fall noch, dass man nicht in der Vergangenheit leben sollte, denn die Vergangenheit, die kannst du nicht mehr gestalten. Ne? Wenn du dich zu sehr damit aufhältst, vor allem mit den Negativen, ne? Wenn du dich zu sehr damit aufhältst, ach, das habe ich damals, hätte ich das mal so und so gemacht, dieser hätte ich das mal so und so gemacht, Gedanke. Ne? Hätte ich das so oder so besser gemacht, da wird man, meiner Erfahrung nach, schreibt es mir ruhig, wie ihr das seht, da wird man aber depressiv. Da wird man, weil man es ja nicht mehr in der Hand hat. Man hält sich mit seinen Fehlern auf, man hält sich damit auf, man zieht sich ja selber damit runter. Du hast es nicht mehr in der Hand, daraus was Positives zu gestalten. Aber wenn du dir sagst, so und so, ne, man denkt einmal zum Beispiel darüber nach, hätte ich das mal so und so gemacht, merke ich mir fürs nächste Mal. Ne, beim nächsten Mal will ich das, versuche ich es so und so zu machen. Dann gehst du, okay,
ich habe was draus gelernt, weiter geht's. Ne? Wie geht das? Dieser schöne Spruch. Abklopfen, aufstehen, Staub abklopfen, Krönchen richten und weitermachen. Quasi. Und das macht Sinn, finde ich. Absolut. Ich bin damit in meinem Leben sehr gut gefahren. Ich bin auf jeden Fall sehr anfällig für verschiedenste Arten, depressive Dinge zum Beispiel. Bin ich sehr anfällig für. Sehr schnell überfordert und so. Und das hat mir immer sehr geholfen bei Abschieden. Man nimmt was mit da raus und dann verbleibt man aber auch nicht in diesen negativen Dingen. Ne? So, das sind die Dinge, die ich dazu habe. Ich habe natürlich auch ein bisschen den lieben Chat-GPT natürlich gefragt. Und möchte euch natürlich nicht verheeren, was ChatGPT zu meiner Frage gesagt hat. Wie geht man am besten mit Abschied um? Und vielleicht können wir ja da noch was rauskriegen. Ich habe es mir selber noch gar nicht genau angeguckt. Und wechseln wir doch mal. Ups, Entschuldigung. Der Umgang mit Abschied ist eine individuelle und persönliche Erfahrung, da jeder Mensch anders auf Verlust und Trennung reagiert. Das macht ja Sinn, ne? Erlaube dir zu trauern. Trauer ist eine natürliche Reaktion auf Abschiede. Es ist wichtig, dir selbst die Erlaubnis zu geben, zu trauern und damit Verbundenheit durchleben. Ich sehe hier nur gerade, sorry, deswegen bin ich gerade ein bisschen ab und sehe gerade meinen alten Verlauf hier noch. Ja, cool. TikTok-Risiken und Datenschutz. Genau, da war ich mit meiner Frau. Egal. Mein Gott. Ich bin aber wie ein Eichhörnchen, ne? Ein Eichhörnchen. Guck mal. Das meine ich. Leicht ablenkbar. Erlaube dir zu trauern. Aus einer natürlichen Reaktion. Ja, und das ist es, glaube ich, was ich für mich noch gerne lernen möchte. Mir zu erlauben, zu trauen. Ich glaube, das versuche ich oft wegzudrängen, weil ich mich dann zu sehr auf die Zukunft fokussiere. Suche Unterstützung. Es ist hilfreich, sich während des Abschiedsprozesses mit anderen Menschen zu umgeben, sei es mit Freunden, Familie oder einer unterstützenden Gemeinschaft. Guck mal eine an. Irgendwie mache ich das hier gerade für mich. Auf irgendeine Art. Nimm dir Zeit zum Abschied nehmen. Gib dir Zeit, die du brauchst, um angemessen Abschied zu nehmen. Das, muss ich sagen, ist ein sehr schwieriger Punkt. Denn das kann man heutzutage ganz selten. Du hast so viele Einflüsse von außen, auf die du dich konzentrieren kannst. Aber ich gebe dir recht, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich einfach für Dinge, die einem wichtig sind. So wie auch jetzt gerade, wir haben Besuch und ich sitze hier und mache mein Kanaltagebuch, wo ich auch gleich noch zukommen möchte. Bitte Trost in Erinnerungen. Erinnerungen an vergangene Zeiten können Trost spenden. Nimm die Zeit, um mich an die positiven Momente oder die gemeinsamen Erlebnisse mit der Person, Situation, von der du dich verabschiedest, zu erinnern. Das kann helfen, Abschied zu akzeptieren und mit einem Gefühl von Dankbarkeit zurückzublicken. Ja. Aber man muss auch aufpassen, finde ich. Ich finde, bei dem Gedanken sollte man immer noch im Hinterkopf haben, ich bei meiner Arbeitssituation jetzt zum Beispiel, dass man ja aus einem guten Grund, wenn du dich nur an die positiven Seiten erinnerst, ist es halt wieder so eine Abwägungssache, ne? Du erinnerst dich zu viel an die positiven Seiten, dann bereust du die Entscheidung und machst vielleicht zum Beispiel in einer Beziehung denselben Fehler und kommst mit der Person wieder zusammen, mit der es offensichtlich nicht funktioniert hat, ne? Sei geduldig mit dir selbst. Der Prozess des Abschieds nehmen, oh, das ist ein toller Rat, den kann ich immer jedem mitgeben. Sei geduldig mit dir selbst. Sei nicht so hart zu dir selbst. Der Prozess des Abschiednehmens kann Zeit brauchen und ist nicht immer geradlinig. Sei geduldig mit dir selbst und erlaube dir, in unterschiedlichen Phasen der Trauer zu durchlaufen. Oh, es gibt verschiedene Phasen der Trauer. Fokussiere dich auf Selbstfürsorge. Während des Abschiedsprozesses ist es wichtig, gut auf dich selbst zu achten. Kümmere dich um deine körperliche und emotionale Gesundheit, indem du ausreichend Schlaf bekommst, dich gesund ernährst, Zeit für Entspannung und Hobbys einplanst und dich mit Dingen beschäftigst, die dir Freude bereiten. Kann man so unterstreichen, kann man so rausnehmen und sich an die Wand pinnen. Auf die Stirn sollte man sich das mal pinnen. Selbstfürsorge, Leute. Suche nach neuen Perspektiven. Ein Abschied kann auch eine Möglichkeit sein, neue Perspektiven zu gewinnen und persönliches Wachstum zu erfahren. Nutze diese Zeit, um für dich selbst nachzudenken, deine Werte und Ziele zu überprüfen und neue Wege einzuschlagen. Ja.
Achso, hier habe ich noch mehr Sachen zum Thema Abschied. Ups. Ja, hi. Das ist das Thema. Irgendwie muss ich das noch anders mal irgendwann regeln. Irgendwann werde ich das auch tun. So, ich mache mal den Studio-Modus aus. Dann ziehen wir das mal wieder rüber. Und dann würde ich mir nochmal eben kurz Phasen der Trauer. Was ist denn da? Die vier Phasen der Trauer es nicht wahrhaben wollen. Aufbrechende Emotionen suchen und sich trennen. Neuer Selbst- und Weltbezug. Ich glaube, ich bin in Phase 3. Suchen und sich trennen. Ich bin gerade davor, bei mich davon zu trennen. Ja, Leute, wovon ich mich nicht trennen möchte, ist auf jeden Fall mein Kanal. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Macht mir das Ganze noch Spaß? Ja. Ich muss halt auch sagen, ich glaube, diese Pause, wir sind wieder bei dem altbewährten Thema. Ich glaube, diese Pause, die ich hier hatte, ich baue hier gerade ein bisschen nebenbei. Ich glaube, diese Pause, die ich mir von dem Kanal auch gegönnt hatte, die liegt auch daran, um den dritten Punkt meines Kanalvideos abzudenken, dass ich gesehen habe, durch die vielen Multiplayer-Contents, die ich in letzter Zeit hatte, habe ich irgendwie eine Menge Follower wieder verloren. Und ich bin halt immer noch nicht gefeit dafür, das werde ich wohl auch nie sein, wie das bei mir reinhaut einfach. Ne? Diese, wenn ich sehe, oh Gott, ich habe 10 Follower verloren oder sowas, da bin ich echt empfindlich. Ja, da fühle ich mich persönlich angegriffen, das muss ich nicht. Da muss ich mich halt immer wieder dran orientieren. Aber ich glaube, das war auch so ein Ding, ne? Warum entsteht ja so ein, auch so Burnout-mäßige Sachen? Man powert ja immer durch die ganze Zeit, bis die Resonanz, die Erfolge, die man braucht, sei es Anerkennung, sei es finanzielle Sachen oder sowas, bis die ausbleiben. Dann merkt man, wenn das irgendwann alles wegbricht, wofür man das eigentlich reinpowert, dann bricht man immer in so ein Loch. Und ich glaube, das war eben auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt auch so ein bisschen zurückgezogen hatte. Ne? Ich muss mich auf diese Sachen erstmal fokussieren und dann musste ich erstmal wieder zu dem Punkt finden, hey, ist doch egal, wie viele Follower du hast, ist doch egal, wie viel Geld du mit dem Kanal machst. Du machst das, weil dir das Spaß macht. Und darum geht's doch, ne? Deswegen war das auch ganz angenehm, jetzt erstmal keinen festen Streamplan zu haben, obwohl ich den Anspruch habe, ihn wieder zu machen. Einfach für mich selbst. Aber dafür brauche ich einen strukturierteren Tag und der wird jetzt auch kommen. So, ich komme jetzt mal hier gerade in meine Sachen. Ich mache mir hier einmal so ein bisschen die meine Tabs auf, damit ich euch das gleich ganz genau einmal sagen kann. Was habe ich eigentlich gemacht in letzter Zeit? Wann habe ich eigentlich das letzte Kanalvideo gemacht? Da möchte ich einmal kurz ein bisschen in meine YouTube-Videos gucken. Ich kann euch da auch gerne mal mitnehmen, wenn ihr das mögt. Da bin ich jetzt gerade jetzt mal so ein bisschen in den YouTube-Videos, die ich mir immer rüberziehe auf meiner Mediathek. Make America Great Again, Multiplayer-Projekt Zomboid, guck mal hier, 30.04. Club der Denker habe ich hier nochmal gehabt am Ende April. Dann die ganzen Eckert-Sachen. Ah, dann habe ich hier angefangen. King in the North. Dann habe ich hier angefangen, Warhammer 40k zu spielen. War aber alles hier Anfang, Mitte Mai. Man sieht auch hier, ne? Und dann hier im Mai habe ich dann nochmal richtig losgelegt. Mitte Mai habe ich nochmal so ein bisschen gestreamt. Und ja, es ist tatsächlich so, ne? April war so das letzte Kanalvideo. Mal gucken.
der Denker, freie Themenwahl. Club der Denker habe ich auch noch ein bisschen gehabt. Jetzt labern, The of Thieves. Aus dem Matter, Penny Paper, Config. Ausweichprogramm. So played up, up. Guck mal, ey. Ja, im Februar, für Januar habe ich, nee, Februar 2023 habe ich, für Februar, im März habe ich das letzte Mal gemacht. Das Kanal Update. Unglaublich, aber wahr. Mein Kanaltagebuch. Da sieht man mal, wie lange mich diese Kündigung jetzt auch schon beschäftigt hat. Ne? Genau, in der Zeit gab es natürlich auch, man sieht es hier, gab es natürlich auch das großartige Game of Gods Event. Man erinnert sich nochmal an die Lords of Westeros Gespräche, die ich da aufgenommen habe. Wo ich gleich auch nochmal dann gut zukommen kann. Wrecked Zomboid war in den letzten 3 Monaten sehr viel. Immer natürlich hier Crusader Kings, ne? Game of Thrones Mod. Wrecked Zomboid, was mich sehr gestresst hat, muss ich sagen. Sea of Thieves gab es in den letzten 3 Monaten, genau. Wie gesagt, ich habe versucht, eine Kampagne zu starten bei Warhammer 40k, Dark Crusade. Und da bricht das Spiel immer ab. Da sind die Spielstände nicht safe. Das ärgert einen immer ein bisschen. Deswegen habe ich das aufgegeben. Ja, und dann war mein großer Urlaub. Reise in die Ukraine und nach Spanien war ja. Da gab es auch mehrere Videos. Das habe ich schon mal 2-mal rübergezogen. Kann ich eigentlich eins von löschen, ne? Mal weiß ich nicht, habe ich die schon rübergezogen oder nicht. Und dann gab es hier nochmal als Highlight. Das werde ich alles nochmal verpacken und in die nötigen Sachen, die nötigen YouTube-Kategorien unterordnen. Genau. Ganz aktuell, ganz, ganz heißes Thema natürlich, ist das Spiel The Darkest of Our Times von der lieben Katja, die mir das hier, Herbstzeitlose, die mir das hier zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und das wird es auf jeden Fall demnächst weitergehen. Dann muss ich sagen, habe ich vor kurzem mal einen Tag am PC gehabt, wo ich mich einfach hingesetzt habe, mehrere Spiele mir aufgeschrieben habe, auf die ich Bock habe und die dann einfach gezockt habe. Ne? Pen and Paper wird es natürlich weiterhin geben, da haben wir mit Le Faire for Roll vielleicht in einer Zweiergruppe, dass wir da jetzt erstmal weiterspielen. Le Faire for Roll Teil 3 Revolution jetzt erst recht. Und dann habe ich noch ein weiteres Pen and Paper gespielt und ich werde in einem Pen and Paper als Spieler mitspielen in Berlin in den 20ern. Also auch Darkest of Our Time und Berlin in den 20ern, da bin ich sehr gerade anscheinend verordnet. Ne? Das wird es auf jeden Fall geben und ich möchte mir Abende nehmen, wo ich mich einfach hinsetze und 1-2 Spiele vielleicht so spiele. Multiplayer-Events muss man immer wieder gucken, aber ich werde auf jeden Fall Mitte Juli mal wieder antesten, wie das ist, mit einem Sendeplan zu arbeiten, auch für mich selber. Genau, ChatGPT ist ein fester Bestandteil von meinem Leben geworden. Ich möchte ihn nicht mehr missen, ganz großartig. Ihr habt es gerade gesehen, die unterschiedlichsten Dinge, die wir hier besprochen und bearbeitet haben, schon zusammen. Ganz fantastisches Gerät. Ich habe überhaupt keine Angst vor der KI, sondern bin ein großer, großer Fan. Auch wenn die KI uns irgendwann alle umbringt, so hatten wir doch bis dahin ein schönes Leben. Auch großartig. Auf jeden Fall, da möchte ich bitte nicht zitiert werden. Und auf jeden Fall freue ich mich sehr auf den Juli und auf euch natürlich auch. Ja, macht mir das Ganze noch Spaß? Ich kann sagen, ja. Das tut es. Und ich sehe auch gerade, vielleicht ist auch ein bisschen die Zeit, vielleicht ist es auch einfach das Just-Chatting-Format im Allgemeinen. Aber ich sehe auch gerade, von euch kommt, denke ich mal, heute bei Twitch nichts. Vielleicht ja bei YouTube. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da. Und ansonsten hoffe ich bald, dass wir uns auch wieder mit der Sportshow befassen können. Ich habe große Pläne. Und mir bleibt nur noch euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit zu wünschen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.